Hallo, willkommen zurück zu Pokémon. Ja, ich bin jetzt gerade in Livestream-Test, ob ich da jetzt so aufnehmen kann gleichzeitig. Seid mir jetzt nicht böse. Ich habe schon mal hier ein paar Trainerkämpfe gemacht, aber ich habe extra neu geladen. Also ihr habt nichts wirklich verpasst. Ich kenne halt nur so ungefähr schon jetzt die Pokémon, die sie haben. Hab sie mir wahrscheinlich aber eh nicht gemerkt. Und ich werde erstmal epische Kampfmusik reinmachen. Bam, badam, wir machen Olzek platt. Olzek bekommt auf die Phrase. Und ich werde sterben, wenn ich Flauschi einsetze und deshalb nehme ich Fliege. Weil Fliege muss auch drin. Okay, ist gut. Ja, komm, hier, Voltoball haben wir getötet. Und damit Flauschi natürlich Erfahrungspunkte bekommt, nehmen wir jetzt Flauschi. Und dann erscheint dieses Pokémon und dann nehmen wir keiner. Weil keiner macht Rasierblatt. Da steht zwar, es ist nicht sehr effektiv, aber es ist trotzdem, zieht ihn trotzdem die Hälfte des Lebens, über die Hälfte des Lebens und von daher soll mir das doch reichen als Grund. Hallo! Dir gebe ich es jetzt auch noch hier. Pokémon wechseln und zwar nehmen wir wieder Fliege. Fliege kommt nämlich gegen Radfratz sehr gut mit dem Windstoß klar. Auf Flauschi ist Level 14. Als nächstes wird Radfratz eingesetzt. Ja, ich würde gerne wieder wechseln, weil ich würde gerne Flauschi wieder an den Anfang setzen. Jetzt muss ich wieder tauschen. Komm, nicht so rumhektiken. Ich nehme Windstoß wieder. Wie man sehen kann, bringt es wirklich extrem. Komm, hier, Flauschi. Und wieder wechseln. Und andere Kampfmusik. Komm, nehm das. Ich mach dich so richtig platt. Ich muss in ein Pokécenter. Ich muss da echt hin. Und jetzt kommt ein Traumaton. Das macht uns richtig tot. Ich hab's noch knapp geschafft. Und jetzt geht's ins Pokémon Center. Du ja. Das Wort wollte ich jetzt nicht sagen. Habe ich auch nicht extra nicht gesagt. Komm, hier. Bam, bam. Wir gehen wieder zurück. Komm. Wuhu, hallo, ich möchte kämpfen. Damit wären wir auch nicht fertig, deshalb nehmen wir mal Fliege. Weil Fliege steigt dann auch bald ein Level auf. Fliege steigt... Ja, jetzt nach dem Pokémon steigt Fliege dann auf. Komm. Das sollte ich nicht machen. Weil sonst wird Flauschi getötet und ich möchte nicht, dass Flauschi getötet wird. Aber was ich möchte, ist eine andere Kampfmusik. Und zwar... Bababam. Nehmen wir die mal. Nidorino pumpt sich auf. Aber dann geben wir es zweimal mit dem Windstoß und dann ist fertig. Und Fliege steigt dann auch auf Level 25 auf. Sehr gut. Hallo! Du bist der Nächste in meiner Reihe. Sandan, auch ein blödes Pokémon. Wird wahrscheinlich wieder eben Giftattacke einsetzen, sodass Fliege wieder vergiftet wird. Oh, es wurde nicht vergiftet, weil eben wurde Fliege dadurch vergiftet und es war etwas blöd. Musste nämlich wieder ins Pokémon Center rennen. Dann nehmen wir jetzt wieder Fliege. Ich kann den mal Zugkeep ausprobieren. Oh, das ist ziemlich gut gegen Zubat. Mist. Du hast mir viel zu wenig Geld gegeben, da würde ich auch Mist sagen. Hallo, nächster Olzek. Die sehen alle immer so gleich aus. Ich glaube, das Einzige, was unterschiedlich ist, sind die Namen. Ist jetzt etwas blöd, dass der ein Feuer-Pokémon hat. Ich hoffe, wir machen ihn trotzdem platt. Weil Feuer ist ja gegen Pflanzen ziemlich effektiv. Ja.
Lauschi bitte. Der hat ja nur Feuer-Pokémon. Dann nehmen wir halt mal Fliege. Boah, Schande. Level 16 aber für Lauschi. Hallo. Ja, jetzt kommt er hier auch noch. Level 21. Komm, dann gehen wir es halt auch noch. Rasierblatt. Nochmal Rasierblatt und dann nochmal. Nochmal kommen. Gut. Jetzt sollte ich aber mal ins Pokécenter wieder gehen. Nein, ich wollte eigentlich nicht hier in das Haus rein. Eigentlich ist es hier Hausfriedensbruch, was wir da machen. Wir gehen jedes Mal in die Häuser von irgendwelchen wildfremden Leuten rein. Und die haben natürlich auch die Tür nicht abgeschlossen. Eigentlich sind sie da selber schuld. Blöd nur, dass wir nicht einfach alles mitnehmen können, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich meine, das machen wir in der freien Wildnis, aber gegen ihn haben wir schon gekämpft, oder? Ja, haben wir. Gegen wen habe ich noch nicht gekämpft? Hier könnte ich jetzt eigentlich mal mit Flauschi reinticken. Damit Flauschi auch selber mal was macht. Ja, er hat, ich glaube, zweimal Magnetilo und einmal Magneton. Also das Große. Ich wollte jetzt eigentlich nicht Fliege einsetzen, sondern Keiner. Weil Keiner kann Rasierblatt. Ist zwar laut Beschreibung. Verdammt, ich wollte Ja drücken. Nicht sehr effektiv und dieses Lied geht mir auch schon wieder auf den Sack. Na komm, machen wir das. Aber es zieht halt, wie gesagt, deutlich. Und wie es scheint, hat Flauschi ein Item gefunden. Da haben wir ja dann auch schon Magneton. Und wir gucken auch gleich mal nach, was denn Flauschi für ein Item gefunden hat. Will ich natürlich unbedingt wissen. Der hat nicht sehr viel gegeben. Pokémon. Nein, verdammt. Pokémon. Flauschi. Items nehmen. Was? Mellbeere. Da gab es doch irgendeinen, der rumgemotzt hat. Wir würden uns nicht für Bären interessieren, weil wir ja noch keine einzige hätten. Aber wir haben ja jetzt eine. Kommt er auch noch mit seinen scheiß Pokémon hier an. Dann nehme ich mal Flauschi. Fliege. Alles immer mit F. Nehmen wir auch wieder Flauschi. Als erstes. Nein. Obwohl, da könnte ich eigentlich gewinnen, aber nicht, wenn Flauschi schon so angeschlagen ist. Zuckhieb. Oh, Zuckhieb bringt anscheinend nicht so viel. Aber wir haben ihn trotzdem besiegt. Den haben wir noch nicht. Bei ihm schon? Ja. Wer fehlt denn nun eigentlich noch? Ich glaube niemand. Ja, hier ist so ein schwules Habitat, aber das können wir ja mal... Ich glaube... Komm. Ja, das haben wir. Ja, Musik ist gut. So, jetzt gehen wir zurück. Durch die Höhle können wir mal gehen und auf das Kreuzfahrtschiff können wir eigentlich auch gehen. Ich muss nur ganz kurz mal was gucken und die Musik nervt. Ich habe sie mal ausgemacht. Ja, das hier ist der Stream und der hat Verzögerung, wie ihr seht. Wir sind nämlich hier erst bei der Bäre. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, hat der Verzögerung. Scheiß Internet. Ich kann ja mal Sonder machen. Dann nehme ich mal Flauschi. Fliege. Alles immer mit F. Nehmen wir auch wieder Flauschi. Soundqualität ist halt nicht so gut, weil X-Split hat da irgendwie gesagt, nee, gute Soundqualität bekommen nur die, die für X-Split auch zahlen. Da du kostenfreie Version hast, darfst du zwar streamen, kostet dich keinen Cent, aber wenn du gute Soundqualität haben willst und Werbung schalten willst, dann musst du kaufen. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. 39 US-Dollar für 2 Jahre. Ich weiß, ist zwar nicht sonderlich viel, aber ich habe keine Dollar. Und vor allem... Mir egal, auf YouTube ist es dann eine bessere Soundqualität. Von daher.
Was wollte ich machen? Ich wollte auf Kreuzfahrtschiff gehen. Ich werde mal unter einem neuen Savegame abspeichern. F2. Ja, jetzt hängt's wieder ein bisschen. Okay, geht wieder. Dann gehen wir mal hier auf dieses hübsche Schiff. Da wollte ich sowieso rauf. Ich habe Ticket, genau. Ganz toll. Hallo. Hallo. Ich wollte einfach eigentlich kämpfen. Alter. Man hat mir gesagt, hier sind nur Trainer und jetzt will kein einziger Spaten gegen mich kämpfen. Du? Zerschneider habe ich da gerade gelesen. Ja, da sind sie doch, die ganzen Spacken. Gleich. Oh, 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 Schande. Jetzt. Alter, das kann ja wohl. Stirb. Stirb einfach nur. Nein, ich werde nicht wechseln. Das ist mir jetzt zu riskant. Das ist ja wohl die Höhe. Macht der einfach meinem Flauschi so viel Schaden? Was? Was will denn der jetzt? Nein! Nein, verdammt! Wieso gehe ich da auch rein, ey? Aber es ist auf jeden Fall relativ geil, um Flauschi zu trainieren. Ja, ich setze jetzt Flauschi halt nochmal ein auf die Gefahr hin, dass Flauschi stirbt. Rasierblatt. Nochmal Rasierblatt. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber zieht trotzdem was. Naja. Hast du vielleicht irgendwas für uns? Nein. Dann gehe ich jetzt raus in Pokécenter, heile mich. Komm. Ja, ich habe gerade ziemlich einen Assi-Slang drauf, weil ich gerade eben angefangen habe, einen Livestream zu gucken. Da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt, weil die am Aufbauen waren. Und naja, die haben auch so teilweise, machen die das aus Spaß, so ein Slang. Ich gucke mir das ab. Das kann nicht gehen. Frag uns bitte nicht jedes Mal nach dem Ticket. Das macht mich richtig verrückt. So, wo waren wir denn jetzt drin? Wir gehen alle Kabinen systematisch durch. Hallo, du? Was? Oh Gott, drei Leute in einem Zimmer. Nehmen wir Fliege. Komm auf. Windstoß. Nochmal Windstoß. Geschafft! Ja, ja. Ich habe gelesen, Flauschi lernt Zahltag. Und Zahltag ist ein guter Tag. Und wir nehmen Durchbruch mit. Und wir speichern. Und wir machen eine große Weltreise und du möchtest gegen mich kämpfen. Zahltag. Ich setze ein. So, es sind überall Münzen verstreut. Wir haben es gelesen. Und jetzt wechseln wir mal und machen... Ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Uff. Oh, oh, oh. Das ist mir jetzt peinlich. Das ist mir jetzt verdammt peinlich. So. Jetzt müssen wir hier noch die anderen Pokémon halt auch noch besiegen. Flauschi hat schon wieder ein Item. Machen wir auch wieder Zahltag. Dann Fliege. Und Windstoß. Und nochmal Windstoß. So, Flauschi erhält bla bla bla, Fliege erhält bla bla bla, Spieler bis Göre an, ne? Bla bla bla, 288. Und ich hebe 180 Münzen auf, zusätzlich. Und das ist die geile Attacke, die Mauzi drauf hat, weshalb ich mir Mauzi auch gefangen habe. Weil Mauzi verstreut ja mit dem Zahltag Münzen auf dem Boden. Und je öfter ich die Attacke einsetze, desto mehr Münzen liegen da. Das heißt, wenn ich Mauzi auf, oder beziehungsweise Snobilcut auf Level 60 oder so habe und damit auch was ziehe mit der Attacke, dann,
Wow, dann werde ich reich und krieg Erfahrungspunkte wie noch was. Also, was habe ich jetzt gemacht? Oh gut, funktioniert wieder. Und ich würde mal sagen, als Testaufnahme reicht es jetzt erstmal. 15 Minuten ist locker. Ich übertreibe eh mal mit den Parts von 23 Minuten oder so. So lange will ich eigentlich nie aufnehmen, aber dann passiert es halt doch. Naja, ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!